Mit Göcke, Godani, Montero erleben wir einen dreiteiligen Ballettabend, eine sogenannte Triple Bill. Für diese Spielzeit konnten trotz der erschwerten Umstände und unsicheren Planungsmöglichkeiten Marco Göcke, der sich bereits 2019 mit Thin Skin dem Nürnberger Publikum vorstellte, und zum ersten Mal als Gast bei uns am Haus Jacopo Godani, der uns eine auf das hiesige Ensemble angepasste Version seines 2016 uraufgeführten Werkes Metamorphos anvertraut. Komplettiert wird der facettenreiche Abend durch eine neue Arbeit des Hausherrn selbst. Goyo Montero schließt den Abend mit seinem Tanzstück Blittery. Ein Werk, das die herausfordernde Arbeit eines Tänzers, einer Tänzerin einmal von einer anderen Seite beleuchtet. Doch beginnen wir chronologisch. Den Abend eröffnet Marco Göckes Stück Boca Blind, das 2016 von dem Netherlands Dance Theater in Den Haag uraufgeführt wurde. Das Netherlands Dance Theater ist Ihnen bestimmt ein Begriff, es ist eine sehr renommierte Company und wir dürfen mit Stolz darauf blicken, dass wir hier in Nürnberg die deutsche Erstaufführung präsentieren dürfen. Eine Art Ritterschlag also, und es zeigt noch einmal den großen internationalen Stellenwert, den das Nürnberger Ensemble mittlerweile eingenommen hat. Der in Wuppertal geborene Choreograf und heutige Ballettdirektor des Staatstheaters Hannover zählt zu den Choreografen mit der persönlichsten Handschrift. Er verfolgt ohne Kompromisse seine künstlerische Vision und bleibt seiner so individuellen, unverkennbaren Bewegungssprache stets treu. Seine kontrovers diskutierten Werke sind eindringlich und magisch. Wenn Marco Göcke choreografiert, fliegen die Hände, zittern die Finger. In rasendem Tempo schwingen die Arme um Kopf und Körper. Ungeordnet scheinbar, doch in Wirklichkeit streng in Form gesetzt. Die Bandbreite seiner Werke reicht von abstrakten, nicht deskriptiven Stücken bis hin zu großen Handlungsballetten. In Woke Up Blind, einem Kammerballett von gerade einmal 15 Minuten, durchlaufen zwei Tänzerinnen und fünf Tänzer das ganze Gefühlsspektrum zwischenmenschlicher Beziehungen und schaffen einen Spannungsbogen, der Göckes Gestenreichtum in einem raffinierten Licht- und Schattenspiel auslotet. Udo Haverland als langjähriger künstlerischer Partner zeichnet für das Licht verantwortlich. Ein Solo reiht sich zunächst ans andere, bis sie sich zu Duetten verdichten, ruhig und konzentriert. Die mikroskopisch kleinen Bewegungen nehmen an Tempo auf, werden bis zum Äußersten gedehnt und gebogen, bis die Spannung kaum noch aushaltbar scheint. Marco Göcke interpretiert zwei Songs der amerikanischen Rocklegende Jeff Buckley. Die Titel sind You and I und The Way Young Lovers Do. Der erste Titel ist behutsam, ruhig und die Choreografie passt sich darauf an. Der zweite Titel besticht durch starke Gitarrenriffs und wird immer rasanter im Tempo. Auch hier nimmt die Choreografie an Fahrt auf. Beide Songs beschäftigen sich mit dem Thema Liebe. Der außergewöhnliche Stimmumfang des Sängers dringt tief und weckt Emotionen. Die Choreografie bleibt der Musik auf der Spur, lässt jedoch Assoziationen freien Lauf. Mit dem zweiten Stück des Abends, Metamorphos von Jacopo Godani, vollzieht sich der Bruch und der Kontrast wird bereits in der Eröffnungssequenz deutlich. Aber wer ist dieser Italiener, der schon seit 20 Jahren die Tanzszene prägt und zu einem der begehrtesten Choreografen an den ersten Häusern weltweit zählt? 2015 übernahm er als künstlerischer Direktor die Dresden-Frankfurt Dance Company. Doch seine steile Karriere begann schon weit früher. Nach seiner Ausbildung an Maurice Béjart's Internationalem Zentrum Mudra in Brüssel avancierte Jacopo Godani schnell zu einem vielseitigen Tänzer,
gründete zeitgleich seine eigene Tanzkompanie in Brüssel und choreografierte selbst. Fast 10 Jahre arbeitete er dann als führender Solist bei William Forsythe und arbeitete mit ihm bei der choreografischen Kreation vieler charakteristischer Stücke des Balletts Frankfurt. Seine Ästhetik zeichnet sich durch harte Schritte und virtuose Kontrastbildung zwischen lebenden Bildern aus Menschen und blitzschneller Aktion aus. Er konzipiert sämtliche Stadien des Werkes von der grundlegenden Choreografie bis hin zu den Entwürfen für Räume, er macht die Lichtgestaltung und er kümmert sich um die Details der Bühnen- und Kostümbildner. Metamorphos, gestaltet zum Streichquartett Nummer 4 von Béla Bartók, beeindruckt durch das Spiel mit beständig wechselnden, fließenden Formationen. Die Tänzer und Tänzerinnen stellen ihre physischen Möglichkeiten und Fähigkeiten vor, verbinden sich alternierend zu Sextetten, Quartetten, Duetten, Pas de deux, Soli und anderen Konstellationen. Wie zufällig erscheint so manche Position, wirkt leicht und spielerisch, um sich sogleich mit absoluter Präzision in strenge Form zu verwandeln. Das Kostümbild, ebenso wie das Lichtdesign, sind hier bewusst schlicht gehalten. Sie akzentuieren die Tänzerinnen und Tänzer und heben die reine Bewegung in Verbindung mit der Komposition völlig schnörkellos hervor. Das Stück selbst ist sowohl musikalisch als auch choreografisch in sich sehr kontrastreich angelegt. Die Bühne ist einmal erfüllt von atmosphärischer Langsamkeit mit sanften, ruhigen Bewegungen, in sich gekehrt, verhalten. Die Tänzerinnen und Tänzer wirken fast wie bei einem privaten Balletttraining, um sich dann blitzartig in Formationen zu sammeln, die streng, präzise und fast mathematisch anmutet. Béla Bartóks Streichquartette zählen zu den bedeutendsten Werken der Kammermusik des 20. Jahrhunderts. In den 5 sich spiegelnden Sätzen des 1928 komponierten 4. Streichquartetts zeigt der Komponist sein Genie. In der Choreografie Godanis lassen sich die Tänzerinnen und Tänzer von der atmosphärischen Langsamkeit des Kernsatzes tragen, gehen völlig in der Musik auf und verwandeln Tanz in Melodie. Die Partitur Bartóks wurde vom Kubus-Quartett, das eine jahrelange Zusammenarbeit mit der Dresden-Frankfurt Dance Company pflegt, für Metamorphos aufgenommen. Als dritter und letzter Teil des Abends erleben Sie die einzige Neukreation des Programmes. Es ist das Stück Blittery von Goyo Montero, unserem Ballettdirektor. Das Stück ist zu einer Zeit entstanden, in dem endlich wieder Kontaktchoreografie möglich war, natürlich unter den vorausgesetzten Schutzkonzepten und Hygienevorschriften. Doch die Freude darüber, dass man endlich wieder in Kontaktchoreografie tanzen konnte, das spüren Sie in dem Stück. Es ist von Freude gezeichnet. Es ist ein Stück, das sehr dynamisch, mitreißend und unglaublich körperlich geworden ist. Blittery is a term that they used to use in the medieval time for something that has no meaning, you know, a word without notion. And I thought that could be exactly the right title for the piece because there is something in the phonetic and in the sound from it that makes you smile. It's like blah, 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 but it has some connotation of something that could be joyful. And this piece is about that. Goyo Montero deutet mit einem Augenzwinkern auf die Beziehung der Tänzerinnen und Tänzer zu ihrem Publikum, spielt mit gegenseitigen Erwartungshaltungen. Durch die offene und humorvolle Gestaltung kommen wir als Zuschauende den Künstlern auf der Bühne sehr nahe und fast wird die 4. imaginäre Theaterwand hin zum Publikum durchbrochen. Das bunte Kostümbild unterstreicht noch das Gefühl von Freude, genauso wie Teile der ausgewählten Musikcollage, darunter Wolfgang Amadeus Mozarts Klaviervariationen zu Glucks »Unser dummer Pöbel meint«, genauso wie Bobby McFerrins A Cappella-Version
von Blackbird. Blittery hat einen außerordentlich starken Bezug zu seiner Musik und wurde kreiert zu einer inspirierenden Collage aus Unterhaltungsmusik und dem bereits erwähnten Werk von Wolfgang Amadeus Mozart. Monteros Choreografie führt das Anschlagen der Klaviertasten von Mozarts Variationen regelrecht vor Augen, lässt Tänzerinnen und Tänzer im Rhythmus wie eine Dominosteinkette fallen. Das alles zu der genialen Interpretation des legendären österreichischen Pianisten Friedrich Gulder, der eine besonders enge Verbindung zur Klaviermusik Mozarts pflegte. Auch unser Ballettkomponist Owen Belton, langjähriger künstlerischer Partner Monteros, leistet seinen Beitrag. Durch seine musikalische Einleitung, die er betitelt hat mit Auftakt der Ballone, lässt er sich vom Quietschen, Knallen, Fiepen und dem Geräusch, welches Ballone von sich geben, wenn man sich an ihnen reibt, inspirieren. So stellt er klangvolle Verbindungen zum Gesamtkonzept der Choreografie her. Then I found this music from Bobby McFerrin, his version of Blackbird. And the way he brings this song is unique. And challenge to the human voice, and at the same time it has this soft quality to it, this feeling of letting go and just enjoying. We were looking for something that brings the piece around to a question mark, you know. And then I found this song by PJ Harvey that is called Rid of Me, that has also an amazing quality in the way she uses the volume to create feeling and emotions and reactions. And the lyrics are very much about a love-hate relationship. I wanted to show also what is happening behind the smile, but sometimes we would like to erase ourselves from Earth, you know? So Blittery is it's just a mix on all that, you know? I picked up very contrasting personalities in my dancers. What is amazing is the unity that they get in some moments, but at the same time having total different backgrounds, different looks, different ways of approaching dance, approaching music, approaching my style. We are bringing the dancers through a travel, and we are bringing them to extreme moments to make them forget where they are. So at the end, when there comes this illusion, they can really show something unique from themselves.